Einen schönen guten Tag, wo immer Sie gerade auch sind. Herzlich willkommen am Pflegekongress 2020. Mein Name ist Heidemarie Staffninger, ich komme aus der Arbeiterkammer Oberösterreich und freue mich tagtäglich zum Arbeitsfeld Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und sozialen Dienstleistungsbereich zu arbeiten. Wenn ich mir heute als Thema gewählt habe, weil Applaus alleine zu wenig ist, Lernen aus Covid-19, hätte ich gehofft, jetzt im November große Lehren ableiten zu können. Was wollen wir in Zukunft lernen aus Covid-19? Welche Veränderungen braucht es nachhaltig? Leider jetzt bei der Aufnahme, einen Tag vor dem großen Lockdown, müssen wir feststellen, wir sind mittendrin. Es hat uns schlimmer erwischt als denn je. Es kann nicht mehr sein als ein kurzer Zwischenbericht, auf den wir heute gemeinsam blicken wollen. Zurück zur Ausgangssituation, zur ersten Welle. Wollen wir einen Blick darauf zurückwerfen, wie die Situation im März und April 2020 war. Ich habe mitgebracht vieles, was Sie als Kolleginnen und Kollegen draußen in der Pflege und in Gesundheitseinrichtungen kennen, die Situation zusammengefasst. Ich habe hier mitgebracht eine kurze Betriebsratsumfrage, ein Stimmungsbild aus Oberösterreich, aus oberösterreichischen Krankenhäusern, wo wir Kolleginnen und Kollegen der Betriebsratskörperschaften gefragt haben, wie haben Sie denn die Situation erlebt in Ihren Krankenhäusern? Auffällig ist, die Belastung ist durch die Bank gestiegen. Unzählige neue Anforderungen, Unklarheiten haben Beschäftigte aller Bereiche und auch Führungskräfte gefordert, mehr denn je. Auffällig war die besonders hohe Flexibilität. Flexibilität in Dienstplänen, Flexibilität in Arbeitsbereichen, Flexibilität immer neue Anforderungen anzunehmen. Was wir auch stark verspüren konnten, ist ein vermehrter Druck, Stunden bzw. teilweise auch Urlaub abzubauen. Wir haben uns vorbereitet für eine große erste Welle, haben Anhaltezeiten geschaffen, die Kolleginnen und Kollegen sind bereitwillig zu großen Teilen mitgegangen, haben teilweise Minusstunden aufgebaut, die sie leider derzeit wahrscheinlich wieder abbauen werden müssen. Wir haben phasenweise mit weniger Personal gearbeitet, weil es bereits da hingegen schon knapp war, weil wir Quarantänen hatten, weil wir Krankenstände hatten und weil auch damals schon das Personal in manchen Bereichen viel zu wenig war. Rückgemeldet wurde uns, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Bereichen und Abteilungen eingesetzt waren. Sie arbeiteten in Triagezelten, sie arbeiteten in Covid-Stationen. Hier gab es ja auch berufsrechtlich einige große Veränderungen, wo wir gemerkt haben, dass Gesundheitsberufe durch die Bank immer schon flexibel waren und in Zeiten wie diesen noch viel, viel mehr sind. Was wir in allen Bereichen gemerkt haben, aber auch im Krankenhaus, war, dass es vor allem in der Beginnzeit fehlende Sicherheitsmaßnahmen gab. Wir können uns noch erinnern, dass Schutzausrüstung bereits zum Beginn sehr, sehr knapp war, dass unklar war, womit überhaupt gearbeitet werden soll, dass unklar war, woher wir denn die gesamte Schutzausrüstung bekommen. Wir haben es vor allem gemerkt, während die Krankenhäuser schon sehr, sehr frühzeitig Vorsorge getroffen haben, dass wir vor allem im mobilen Bereich massive Missstände hatten und lange Zeit keine Schutzausrüstung bieten konnten oder viel zu wenig. Wir haben es auch im Heimbereich sehr stark gemerkt, dass teilweise auch für die Beschäftigten sehr, sehr unklar war, wie lege ich Schutzkleidung an, wie lege ich sie korrekt wieder ab, ohne mich selber bzw. auch Kolleginnen und Patientinnen und Klientinnen zu gefährden. Eines der ganz, ganz großen Themen im März, April war die fehlende Rücksichtnahme auf unterschiedliche Bedarfe der Beschäftigten. Wenn wir uns zurückerinnern, Gesundheitsberufe waren lange Zeit von der Risikogruppenregelung ausgenommen, da sie als versorgungskritische Bereiche fungiert haben. Wir hatten lange Zeit keine Klärungen, wie denn konkreter Einsatz von Schwangeren im Gesundheits- und sozialen Dienstleistungsbereich stattzufinden hat, wo es sehr große Bemühungen gab, viele Führungen, viele Betriebsratskolleginnen, gemeinsam mit der Arbeitsmedizin und Arbeitsinspektion hier Regelungen zu finden, die auch die Arbeit ermöglichen im sinnvollen Rahmen und wo es letztendlich zumindest für die Risikogruppen einige Klärungen gab, auch seitens des Gesetzgebers. Was das durch die Bank sehr, sehr spürbar war und von vielen zurückgemeldet wurde,
aber die mangelnde Wertschätzung, die Pflegeberufe bereits vor Covid-19 erlebt haben in manchen Bereichen. Sie fühlten sich aber auch durch Covid-19 in dieser Zwischenzeit teilweise zu gering geschätzt. Die Kolleginnen und Kollegen berichteten von Grenzerfahrungen auf sehr vielen Ebenen. Sie können sich sicher zurückerinnern aus ihrem persönlichen Arbeitsumfeld. Ich habe hier aus unseren Schilderungen die wichtigsten mitgebracht. Wir erlebten und erleben immer noch einen sehr, sehr hohen Rechtfertigungsdruck. Rechtfertigungsdruck der Gesellschaft gegenüber, Rechtfertigungsdruck gegenüber den Angehörigen, die nicht verstehen, dass plötzlich Pflege und Betreuung anders aussieht, dass es plötzlich Besuchssperren gibt, andere Besuchsregelungen gibt, neue Hygienestandards gibt, Rechtfertigungsdruck, aber auch vor allem den Patientinnen, Patienten und Bewohnerinnen gegenüber, wenn es darum geht, dass plötzlich nichts mehr so ist, wie es war, auch mit dem Fokus, dass es teilweise selbst für uns schon nicht und vor allem mit Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Menschen mit Demenz noch weniger verstanden werden kann, welche Dinge hier plötzlich passieren. Grenzerfahrungen dadurch, dass Qualitätsstandards teilweise über Nacht völlig ausgehebelt wurden. Laientätigkeit wurde mehr in den Fokus gerückt. Dinge durften durch Berufsgruppen übernehmen, was bis vor März undenkbar gewesen wäre. Zusätzlich haben wir auch massive Veränderungen in einzelnen Personalberechnungsvorgaben, wie zum Beispiel im Intensivpflegebereich oder wenn wir auf den Langzeitpflegebereich schauen, wo zum Beispiel in der Steiermark oder auch in Oberösterreich Mindestpflegepersonalschlüssel außer Kraft gesetzt wurden, beziehungsweise Tätigkeiten auch durch andere Personen und Berufsgruppen übernommen werden durften bzw. mussten. Eine der massivsten Grenzerfahrungen, die wir erlebt haben und derzeit immer noch erleben, ist die große Angst, sich selbst anzustecken, aber vielmehr noch die Angst, die eigene Familie anzustecken, das Virus nach Hause mitzuschleppen zu Partnerinnen, zu Familienangehörigen, die selbst Hochrisikogruppen sind, aber auch die Angst, dass ich die Person bin, die das Virus in das Heim einschleppt oder in das Krankenhaus zum Arbeitsplatz einschleppt und dadurch Bewohnerinnen und Patienten zu gefährden. Eine der wohl deutlichsten Grenzerfahrungen, die wir miterleben mussten, war der große Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit. Wenn wir heute einen Tag vor dem zweiten großen harten Lockdown sind hier in Österreich, erleben wir es sehr, sehr grenzwertig, wie schmal der Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit ist. Wir haben es erlebt im März, wenn komplette Heime über Nacht geschlossen worden sind, wenn Besuche nicht mehr möglich waren, wenn nach einiger Zeit Bewohner ihre Angehörigen nicht mehr erkannten, teils auch mit Fortschritten der Demenz oder anderen Krankheitsbildern, wenn Kontakt teils nur noch über Tablet oder überhaupt nicht mehr möglich war, wenn es zu Isolationen kam und wenn wir heute in die Heime schauen, wenn wir zum Beispiel Oberösterreich nehmen, wo wir heute Stand 16. November in 105 von 130 Heimen Covid zum Thema haben, wenn allein in Oberösterreich wir derzeit knapp 1000 Bewohnerinnen bzw. Beschäftigte haben, die Covid-positiv sind, teilweise auch Covid-erkrankt sind mit starken Symptomen, wissen wir, dass der Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit ein sehr, sehr schmaler ist. Was wir rückgemeldet bekommen haben in allen Bereichen der Gesundheit und Pflege, das Pflegeverständnis, für das Sie tagtäglich kämpfen, wofür wir einstehen, wofür wir arbeiten, dass es sich im Laufe der Jahrzehnte massiv verändert hat. Unser allgemeines Pflegeverständnis ist derzeit sehr, sehr schwer lebbar und weiß auch bereits im März. Masken, Overalls, Abstand halten, arbeiten mit Schutzanzügen, arbeiten mit Handschuhen, macht manches, was für viele von uns in der Pflege selbstverständlich war, derzeit noch viel, viel schwerer. Pflege ist ein Frauenberuf. 80% der Pflege ist weiblich. Wir wissen, viele
der Systemerhalterinnen in Covid-19 sind und waren Frauen. Noch Männer stehen vor großen Herausforderungen. Eines der großen Herausforderungen bereits in der ersten Welle war die fehlende oder mangelhafte Kinderbetreuung. Flexible Dienstpläne, laufendes Einspringen, Zugehörigkeit in unterschiedliche Teams machte die Kinderbetreuung schwierig. Und für viele war es ein großer Spagat. Soll ich arbeiten gehen? Wer betreut in der Zwischenzeit mein Kind? Und ist mein Kind das einzige Kind, das alleine im Kindergarten ist, weil Mama und Papa systemrelevant sind und Großeltern in dieser wichtigen Zeit ausfallen? Wenn Sie zurückerinnern, Ihnen werden noch viele, viele Punkte mehr einfallen, die bereits in der ersten Welle im März bewiesen haben, Covid geht uns alle an und Covid stellt den Pflege- und Gesundheitsbereich vor sehr, sehr große Herausforderungen. Pflege wird systemrelevant. Systemrelevant in allen Bereichen. Pflege wird wahrgenommen. Erinnern Sie sich noch? Wir sind auf Balkonen gestanden. Auch ich muss sich zugeben, wir haben geklatscht und das täglich um 18 Uhr. Wir haben gesungen. Wir haben versprochen, Sie nicht im Stich zu lassen und wie wichtig doch Ihre Arbeit ist. Wie ist die aktuelle Situation? Wie sieht es aus? Nach mittlerweile fast einem Dreivierteljahr Covid-19 in Österreich. Wir haben viel erlebt. Wir bekommen in der Arbeiterkammer viele Rückmeldungen. Die Beratungen auch in Ihrem Arbeitsfeld sind massiv angestiegen. Wir bemühen uns, gemeinsam Lösungen zu erwirken, gemeinsam mit Beschäftigten, gemeinsam mit Betriebsräten in der Gewerkschaft, gemeinsam auch mit Führungskräften. Gemeinsam auch mit Gesundheitsbehörden, damit wir gemeinsam diese große Anforderung in Österreich stemmen können. Um diese Schilderungen etwas zusammenzufassen, habe ich im November eine kurze Facebook-Blitzlichtabfrage gestaltet bei Pflegekolleginnen und Kollegen und hier einige der zentralen Rückmeldungen, die wir dazu erhalten haben. Sie können es sehen, hier nur ein kleiner Auszug. Eine große Sorge. Sorge um das Arbeitsfeld, Sorge um Patientinnen und Bewohnerinnen, Sorge um die Familie. An vielen Orten ein massives Chaos. Chaos durch unklare Vorgaben, Chaos durch sich ständig ändernde Richtlinien, Chaos durch unklare Politik- und Medienansagen, Chaos aber auch, weil Behörden unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Um das in einem Beispiel zusammenzufassen, wir haben in Oberösterreich Alten- und Pflegeheime, und ich nehme an, nicht nur hier, wo Beschäftigte aus 5 Bezirken tätig sind. Die Tätigkeit der Gesundheitsbehörden ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Quarantänezeiten, unterschiedliche Zugänge zu Absonderungsbescheiden, zu Verkehrsbescheiden und so weiter. Unklar ist in den Teams, wer darf was und wie kann es zu unterschiedlichen Vorgaben dieser Art und Weise überhaupt kommen. Überforderung in vielen Bereichen, Überforderung einzelner Kolleginnen und Kollegen, die teilweise nicht mehr wissen, wie sie bestmöglich arbeiten sollen, Überforderung durch Führungskräfte, selbst überforderte Führungskräfte, die das Beste für die Teams wollen und im Rahmen der derzeitigen Entwicklungen nicht mehr wissen, wie sie ihre Teams gut schützen können. Überforderung auf vielen Seiten, Überlastung auf vielen Seiten, Intensivstationen, die überquellen, wo letztendlich nicht die Betten die große Herausforderung sind, sondern dass wir mittlerweile einfach viel zu wenige Beschäftigte haben, die wir noch heranziehen können. Wenn Sie jetzt Mitte November die Medien aufschlagen, werden Sie merken, Wien versucht, Menschen in Person wieder zurückzugewinnen ins Arbeitsfeld. Wir haben in Österreich ca. 30.000 registrierte Pflegekräfte, die nicht mehr in der Pflege arbeiten bzw. in anderen Berufen arbeiten. Auch hier der große Aufruf, sich zurückzumelden, wieder zurückzukommen. Wir kennen das aus manchen Bundesländern, wo die dringende Bitte einzelner Trägerschaften ist, Menschen, die derzeit in Teilzeit sind,
in Altersteilzeit sind, in Elternteilzeit sind, ob sie sich nicht vorstellen könnten, zumindest für einige Stunden, das derzeit sehr, sehr angespannte System noch etwas abzufedern. Wir erleben Aggressivität, Aggressivität durch Angehörige mit einem massiven Unverständnis, Aggressivität von Patientinnen und Bewohnerinnen, weil sie überfordert sind, weil sie die Situation nicht erfassen können, weil sie irritiert sind durch Menschen, die plötzlich ins Zimmer kommen, als wenn sie gerade vom Mars kommen, so zumindest in der Logik von manchen betroffenen Bewohnerinnen. Wir erleben Erschöpfung. Rückgemeldet wurden massive körperliche Belastungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, zusammenhängend mit dem dauernden Maskentragen, das wir in vielen Bereichen mittlerweile kennen. Manche fühlen sich als Fußabtreter, manche fühlen sich alleingelassen. Es herrscht eine riesengroße Ungewissheit und für viele ist es nervenzerreißend. Wir könnten diese Liste der aktuellen Situation lange fortführen. Sie wird sich in den nächsten Tagen so weiterentwickeln und es werden wahrscheinlich noch viele andere Symptome dazukommen. Was sehr, sehr deutlich spürbar wird, nebst den bereits körperlich beschriebenen Symptomen, psychische Folgen für Beschäftigte im Gesundheitsbereich und in der Pflege speziell werden sichtbar. Ich habe Ihnen einige zentrale Ergebnisse mitgebracht aus einer ganz neu veröffentlichten Studie der Privaten Hochschule Göttingen, die versucht hat, in der ersten Covid-Zeit, also erstes Halbjahr 2020, zu schauen, wie geht es denn den Beschäftigten, welche psychischen Folgen haben sie. Und es gibt ja gesondert auch Auswertungen für den Pflegebereich, wo ich hier einige besonders hervorheben möchte. Auffällig wird, Beschäftigte im Gesundheitsberuf sind überdurchschnittlich von Depressionssymptomen betroffen. Was heißt das konkret? Im Gesundheitssektor haben wir fast 35% der Beschäftigten mit mittleren und schweren Depressionssymptomen. Zum Vergleich, allgemein sind es in Deutschland derzeit 18,5%. Im Gesundheitsbereich ist, was Depressionssymptome anlangt, knapp nur jede oder jeder fünfte symptomfrei. In der allgemeinen Bevölkerung sind es immerhin über 42%. Und was wir weiters erleben, sind überdurchschnittlich viele Angststörungen, die wir im Gesundheitsbereich feststellen können, laut der aktuellen Studie, woraufhingehend auch die kurzen Zusammenfassungen meiner kurzen Facebook-Erhebung auch hinschließen lassen. Was heißt das konkret? Was wünschen sich Beschäftigte? Ich hoffe auch, was wünschen sich Menschen wie Sie, die sich die Zeit nehmen, dieses kurze Video zu sehen? Beschäftigte und Führungskräfte wünschen sich mehr Wertschätzung für Beschäftigte. Was ist bisher passiert zum Thema Wertschätzung in Ihrem Arbeitsfeld? Teilweise wurden Prämien angekündigt. Vielerorts wurden Prämien ausgeschüttet, in sehr unterschiedlicher Höhe, in unterschiedlicher Abwicklung, mit sehr unterschiedlichen Grundlagen, je nach Kollektivvertrag, je nach Landesdienstrecht, in dem sie tätig sind. Sie orientieren sich für Vollzeit häufig in einer Größenordnung von 500 €, meist steuerfrei. Es gibt vielzählige unterschiedliche Lösungen. Noch immer nicht haben alle Kolleginnen und Kollegen in Österreich Prämien für ihre Arbeit in der ersten Covid-Welle erhalten. Viele von Ihnen haben unter Umständen Geschenke erhalten und Geschenke ausgeteilt. Ich habe symbolisch hier die Erdnüsse mitgebracht. Erdnüsse, die auf Stationen ausgeteilt wurden, manchmal in geringer Menge. In Deutschland wurden Lavendelbüsche gepflanzt, es wurden Kugelschreiber ausgeteilt, weil wir gemeinsam die Pflege und die Geschichte der Pflege weiterschreiben wollen. Ich habe gehört von Geschenkkörben, von Halstüchern, von Uhren. Die Akzeptanz dieser Geschenke war sehr, sehr unterschiedlich. Manche schätzten sie, manche haben sich gewundert, ob eine Erdnuss tatsächlich die Wertschätzung sein kann,
die sich Pflege und Gesundheit verdient hat, für die tägliche Arbeit, besonders unter den Herausforderungen von Covid-19. Wir haben viele, viele Sonntagsreden erlebt bisher. Sonntagsreden, wie wichtig die Pflege ist, wie wichtig Systemerhalterinnen sind, wie wichtig es ist, wie sehr wir diese Menschen schätzen müssen. Pflege hat mehr denn je mediale Anerkennung erhalten. Kaum eine Zeitung, wenn wir sie heute aufschlagen, wo nicht mindestens ein Artikel zum Thema Pflege erwähnt ist. Meine Timeline im Facebook ist voll von Pflegeberichten. Für viele und auch für mich stellt sich die Frage, ob medialer keine Anerkennung alleine reicht oder ob es vielleicht doch mehr brauchen könnte. Was wir erlebt haben bisher, sind viele Absichtserklärungen. Erinnern Sie sich vor den Sommer? Wir wollen daraus lernen. Wir machen Krisenpläne. Wir machen Österreich pandemiefest. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Viele Absichtserklärungen, viele Ideen, viele Reden, viel Papier, die auf eine bessere Zukunft in der Pflege hindeuten sollten. Was wir auch erleben durften, waren lokale Anpassungen, lokale Krisenstäbe, die gearbeitet haben, lokale Zusammenarbeit unterschiedlicher Trägerschaften, gemeinsame Netzwerke, gemeinsame Beschaffungsstrategien, gemeinsame Schulungsstrategien, ein gemeinsames Miteinander, um Lösungen zu erarbeiten für die Normalität in der Pflege, eine Normalität, die es nie gab und wie uns Covid-19 jetzt im November zeigt, so schnell auch nicht wieder geben wird. Was braucht es daher konkret? Konkret braucht es meines Erachtens sehr, sehr viele Dinge. Unterscheiden müssen wir wahrscheinlich zwischen kurz- und langfristigen Lösungen. Gerne würden wir jetzt in kurzer Zeit ausreichend Intensivpflegekräfte beistellen. Wir werden sie derzeit nicht finden. Trotzdem gibt es einige Aspekte, die kurzfristig Lösungen bringen könnten für Patientinnen und Patienten, für Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem aber auch für Beschäftigte im Pflegebereich. Es braucht klare und transparente Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz. Wie ist die Nutzung von Masken zu handhaben? Welche Maskenpausen sind zu gewähren? Hier lohnt es sich dringend, auf die Empfehlungen und Richtlinien zum Beispiel des Arbeitsinspektorats zu achten, um hier Entschärfungen für Kolleginnen und Kollegen herbeizuführen. Was es im Besonderen auch brauchen wird, sind Unterstützungen für Covid-Bereiche. Aus persönlichen Schilderungen merke ich, dass Kolleginnen gerade in Covid-Stationen und Intensivstationen in Krankenhäusern derzeit keine Gelegenheit haben zu trinken, teilweise es nicht schaffen, dass sie überhaupt zur Grundversorgung und Nahrungsmittel zu kommen, trotz langen und überschweren Diensten, noch schwieriger als sie ohnehin schon sind, noch Parkplatz suchen zu müssen. Das heißt, es wird dringend schnelle Lösungen brauchen, um Kolleginnen und Kollegen in diesen speziellen Bereichen zu entlasten. Auf die Schnelle werden wir keine Pflegekräfte finden oder viel zu wenige. Es lohnt sich daher trotzdem, den Ausbau der Unterstützungsberufe voranzutreiben. Unterstützungsberufe nicht für die Pflege. Pflege kann und soll nicht jeder und jede. Aber Unterstützungsberufe, die dazu dienen, Menschen, egal ob sie Ärztinnen und Ärzte sind, ob sie Pflegeberufe sind oder weitere Gesundheitsberufe sind oder Sozialbetreuungsberufe, zu entlasten. Dokumentation abzunehmen, Aufklärungsarbeit im Eingangsbereich, abzunehmen, Arbeiten in Vorzelten bei Besucherstopps, Hol- und Bringdienste zu organisieren und vieles, vieles mehr, damit Pflegekräfte und Gesundheitsberufe die Zeit, die zur Verfügung steht, direkt mit der ohne dies erfordernden Zeit bei Patientinnen und Bewohnern zu verbringen. Hier gibt es auch erste Ideen. So wurde mit direkter Umsetzung heuer noch im November beschlossen, für Oberösterreich, für die Sozialhilfeverbände, für die Alten- und Pflegeheime
dass zusätzlich Unterstützungsberufe aufgenommen werden können, um die Arbeit in den Heimen zumindest ein Stück weit zu erleichtern. Sinnvoll wäre ein einheitliches Vorgehen der Behörden bei Quarantänen, Klarheit zu schaffen, was gilt für uns als Pflege- und Gesundheitsberufe, was gilt in meiner Region, worauf kann ich mich verlassen als Führungskraft, worauf kann ich mich verlassen als Betriebsrat in meiner Arbeit, worauf kann ich mich verlassen als Beschäftigte. Wir werden gemeinsam lernen müssen, trotz aller föderalen Strukturen, gemeinsame Lösungen zu finden, die für alle tauglich sind. Wenn ich hier mitbringe mehr Schutzausrüstung, kommt es nicht von ungefähr. Krankenhäuser sind teils gut ausgestattet. Wir erleben es immer noch in Bereichen wie im Chancengleichheitsbereich Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem mobilen Bereich, dass Schutzausrüstung Mangelware ist. Dass Beschäftigte angehalten werden, Masken über die Zeit hinaus zu tragen, die verbindlich vorgeschrieben wäre, einzusparen, auf Lösungen zurückzugreifen, die nicht die tauglichsten Lösungen sind und die Beschäftigte und teils auch Patientinnen und Bewohnerinnen gefährden können. Lange haben wir politisch gehört, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle, soll derzeit auch da gelten, wo wir mehr Schutzausrüstung brauchen für den sehr sensiblen Bereich der Pflege. Wenn heute Mitte November ist und wir viel über sinnvolle Sonderbetreuungslösungen gehört haben und Rechtsansprüche, ist derzeit immer noch unklar, wie wird es konkret gestaltet sein, was bedeutet das für mich als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Gesundheits- und Pflegebereich? Gilt überhaupt, wenn ich in einem Geheimdienstverhältnis bin oder im Landesdienst tätig bin? Wie sieht es überhaupt aus? Welche Möglichkeiten habe ich? Hier braucht es dringend und rasche Lösungen. Und was besonders wichtig wäre, wir haben viele Menschen in Teilzeit, die in der Pflege tätig sind, viele Menschen, die Kinderbetreuungspflichten haben. Es braucht einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, dass Pflegekräfte und vor allem auch Kinder nicht zur Verliererinnen von Covid-19 werden. Was wir uns gemeinsam wünschen, ist eine echte Anerkennung durch Prämien. Kein Bittstellertum, kein Verhandeln müssen, sondern faire Lösungen für alle. Was es für alle braucht, ist eine rasche Rückkehr zu bisherigen Qualitätsstandards. Bereits vor Covid-19 war die Personalberechnungsvorgaben sehr, sehr knapp gestaltet. Wenn sie jetzt außer Kraft gesetzt sind, wobei die Aufgaben massiv angestiegen sind, ist es deutlich, dass es hier ein rasches Zurückkommen zum Alltag vor Covid-19 braucht. Und was sich viele Beschäftigte derzeit wünschen und wahrscheinlich auch viele Führungskräfte in diesem Feld, ist eine Aussicht auf eine echte Verbesserung nach Covid-19. Was braucht es konkret langfristig? Langfristig braucht es eine Veränderung der Personalberechnungsmodelle. Zahlreiche Studien, so unter anderem Studien der Arbeiterkammer Oberösterreich, Zusammenfassungen wie in der Roadmap Gesundheit, die ja gemeinsam mit dem Ministerium erarbeitet wurde und noch vor Beginn der zweiten Welle überreicht wurden, zeigen, es war schon vorher knapp. Vorher knapp heißt, wir waren zu wenig. Aufgaben wurden unterbewertet. Es heißt, es ist höchst an der Zeit, dass wir endlich hier neue Vorgaben finden. Ich stoppe jetzt kurz. Und mache weiter. Entschuldige mich dafür. Was braucht es langfristig konkret? Konkret braucht es eine Veränderung bei den Personalberechnungsmodellen. Personalberechnungsmodelle waren schon vor Covid-19 nicht mehr zukunftsgerichtet. Aufgaben waren überhaupt nicht erfasst bzw. unterbelichtet. Die Beschäftigtenstruktur war viel zu wenig berücksichtigt und vieles, vieles mehr. Zahlreiche Studien, unter anderem der Arbeiterkammer Oberösterreich oder die aktuell erarbeitete Roadmap Gesundheit, in Zusammenarbeit der Arbeiterkammer, der Gewerkschaften, der Ärztekammer
und des Ministeriums machen deutlich, es ist Handlungsbedarf auf lange Sicht, mit und ohne Covid-19. Es braucht krisenfeste Pandemiepläne. Pandemiepläne, die nicht nur Bettenstrukturen abbilden, sondern auch Pandemiepläne, die abbilden, wie kommen wir zu den nötigen Personalressourcen, wie können wir Reserven aufbauen, wie können wir kurzfristig schulen und noch vieles, vieles mehr. Deutlich wurde in Covid-19 auch, Pflege kann mehr, Pflege kann viel. Was wir unter Umständen lernen können aus Covid-19, ist mehr Kompetenzen für die Pflege zu gewinnen. Zu schauen, was kann Pflege eigenständig und all die Punkte umzusetzen, die wir teilweise schon im GOKG 2016 festgelegt hätten. Ich finde, es wäre ein guter Zeitpunkt, damit jetzt endlich zu beginnen. Was uns Covid-19 auch gezeigt hat, es ist fordernd. Wir brauchen eine hohe Qualität, wir brauchen viele Kompetenzen, wir brauchen Qualifikationen. Pflege ist besonders, Pflege ist speziell, Pflege kann nicht jeder. Politik, Interessensvertretungen und Gesetzgebung sind angehalten dazu, das Bildungsniveau der Pflege hochzuhalten. Schnellzieherkurse, schnell mehr Personal zu gewinnen, in Angesichts von 100.000 fehlenden Pflegekräften laut GÖK-Studie, könnte unter Umständen der falsche Weg sein. Was es braucht, ist eine vermehrte Einbeziehung der Praxis und der Interessensvertretungen. In zahlreichen Verordnungen, Richtlinien und Vorgaben haben wir in letzter Zeit gemerkt, manchmal gehen sie an der Praxis vorbei. Manchmal gehen sie vorbei an dem, was möglich ist. Eine echte Einbeziehung, wie wir es gerade mit der beginnenden Pflegereform und der Pflegetaskforce erleben, wird der richtige Weg sein, wenn wir gemeinsam Pflege und Gesundheit in Österreich weiterentwickeln. Pflegeberufe, Gesundheitsberufe leisten derzeit viel, leisten immer viel. Derzeit gehen sie an und phasenweise über ihre Grenzen. Pflegekräfte schaffen das, sagte unlängst ein Betriebsrat. Sie erwarten sich etwas dafür. Sie erwarten sich auf Dauer eine echte Attraktivierung der Berufe. Sie erwarten sich eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Sie erwarten sich keine Einmalprämien. Sie erwarten sich nachhaltig ein verbessertes Gehalt, damit die Systemrelevanz auch deutlich wird. Es braucht eine Attraktivierung der Ausbildungen in allen Ebenen. Und wenn es Menschen gab, die vor Covid-19 noch gesagt haben, braucht es tatsächlich Spezialisierungen, können wir nicht kürzer, schneller und in Klammer billiger ausbilden, haben unter Umständen in den letzten Monaten etwas Besseres gelernt. Und was wir auch gemeinsam lernen werden, es ist dringend an der Zeit, die Effizienzorientierung der Pflege zu überdenken. Es geht um Menschenleben, es geht um dich, es geht um mich, es geht um unsere Liebsten. Geld ist wichtig, zählen werden unter Umständen aber weitere Aspekte. Erinnern Sie sich noch, im März ging es um Applaus. Das machen wir jetzt gleich noch einmal. Es geht darum, nicht zu vergessen, aufmerksam zu machen, Pflege ist systemrelevant, klatschen ist schön, klatschen motiviert im Moment. Auf Dauer braucht es langfristige und nachhaltige Verbesserungen. Danke für Ihre Arbeit. Bleiben wir gemeinsam gesund und bleiben wir gemeinsam dran, für dieses wunderschöne Arbeitsfeld Pflege.
Alles Gute.